Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde ihnen das Feuer deiner Liebe, der du die Völker aller Zungen in der Einheit des Glaubens versammelt hast. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Sei eingedenk deiner Versammlung, welche du von Anbeginn besitzest. Herr, erhöre mein Gebet. Der Herr sei mit euch. Lasset uns beten, wir bitten dich, o Herr, erleuchte unseren Verstand mit dem Lichte deiner Klarheit, damit wir erkennen, was wir tun sollen und das, was recht ist, auch auszuführen vermögen, durch Christus, unseren Herrn. Königin des hochheiligen Rosenkranzes, geliebte Brüder und Schwestern. Vor einigen Tagen feierten wir das Fest Maria Heimsuchung. Wir gedenken jenes Geheimnisses aus dem Rosenkranz, nachdem die Gottesmutter schon auf die Geburt ihres göttlichen Sohnes wartend ihre Tante besucht, die heilige Elisabeth. Und sie macht sich auf den Weg, um ihrer Tante die frohe Botschaft zu bringen. Sie will sie herzlich begrüßen und ihr gleichzeitig sagen, das, was Gott an ihr versprochen, ist wahr geworden. Maria hatte ihr Ja gegeben zum Plan Gottes. Sie sollte mitwirken, damit Gott Mensch werde. Und dieses Jawort hat in ihr Gestalt angenommen. Dieses Geheimnis, von dem sie so beseelt war, wollte sie nicht für sich allein behalten. Sie wollte es auch, diese Freude wollte sie mitteilen, auch ihren Verwandten. Und deshalb ging sie zu Elisabeth. Und wir wissen aus der Heiligen Schrift, die Worte mit dir, Elisabeth sie begrüßte mit einer Frage, wie kommt es, dass die Herrin des Erlöses zu mir kommt? Er will selig preisen alle Geschlechter. Wir wollen bei diesen Gedanken kurze Zeit verharren und die Frage stellen, was eigentlich wir, die Verehrer der Gottesmutter, die Mitglieder des Rosenkranzvereins tun sollen, wenn wir an dieses Geheimnis denken, wenn wir es betrachten, beten im Rahmen des Rosenkranzes. Vor allem wollen wir den Gedanken aufgreifen, den Maria sagte, sie lobpreise den Herrn, sie lobpreise seine Güte, die sie an ihrem eigenen Leib erfahren. Diese Lobpreisung, die sollten auch wir immer wieder Gott bringen. Auch wenn wir nicht immer so großen, triftigen Grund haben, Gott zu danken, wenn auch unser Leben aus Kleinigkeiten zusammengesetzt ist, so haben wir trotzdem jeden Tag Grund, Gott zu danken für seine Liebe, für seine Güte, für seine Barmherzigkeit. Das möge uns jeden Tag einfallen, so oft wir den Rosenkranz in die Hand nehmen. Zuerst möchten wir ein kurzes Dankgebet sprechen, dass Gott uns den Glauben geschenkt hat, dass er uns die Gnade des Glaubens jeden Tag gibt, damit wir gerade anhand des Rosenkranzgebetes
Gott näher kommen, eben durch die Fürbitte der göttlichen Mutter. Außer diesem ersten Gedanken möchten wir aber noch etwas festhalten, weil sie sagt von sich selbst, Gott hat niedergeschaut auf die Niedrigkeit seiner Magd. Und das bedeutet, dass auch wir immer wieder daran denken sollen, auch dann, wenn wir alles erfüllen, was Gott uns auftragt, tun wir nichts anderes als unsere Aufgabe. Diese Aufgabe, die Gott uns jeden Tag stellt, der müssen wir gerecht werden. Und das geht nur dann, wenn wir täglich im Namen Gottes unser Werk beginnen, wenn wir täglich um seinen Segen bitten. Deshalb müssen wir in den kommenden Tagen besonders daran denken, dass die heilige Gottesmutter immer wieder Grund fand, nicht nur in den freudigen Stunden ihres Lebens Gott zu danken. So mögen auch wir immer wieder die seelische Kraft aufbringen, um ihm zu danken für all das, was aus seiner Hand kommt. Weil er ist es, der unser Schicksal lenkt, der alles zum Guten führt. Amen. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesmutter. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glaubwürdige und gebenedeite Jungfrau, Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gib uns heute, vergib uns unsere Schuld. Ja, wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der Böse. Befestige, o Herr, was du in uns gewirkt hast, von deinem heiligen Tempel, der ist in Jerusalem. Herr, erhöre mein Gebet. Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten, verleihen uns, Herr, den Beistand deiner Gnade, damit wir, was wir durch deine Anstrengung zu tun erkannt haben, durch deine Liebe zu vollenden drüben durch Christus, unseren Herrn. Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, komme durch die Güte und zu Heiligen. Thank you.
Thank you.